Ich muss in 45 Minuten am Flughafen sein. Gute Reise. Ich hab euch lieb. Wir versprechen, dass wir brav sein werden. Und ich auch. Pass gut auf dich auf. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Das hat oberste Priorität. Sie haben Kontakt zu einer Terrororganisation. Wer sind Sie? Wenn Sie jetzt aussteigen, kann ich Sie nicht schützen. Sie haben keine Ahnung, wozu wir in der Lage sind. Auf der Suche nach Fakten. Der Vizepräsident hat Ihren Bericht erhalten über den Verkauf von Material, mit dem man Atomwaffen herstellen kann. Wir müssen noch mehr erfahren. Ist Ihr Mann der Einzige, der ihr helfen kann? Wenn Sie mich fragen, ist der Verkauf von Uran in diesem Umfang unmöglich. Ich habe eine Menge Leute da draußen und sie sagen alle dasselbe. Doch als die Wahrheit an die Öffentlichkeit gelangt. Was glauben Sie, was das Weiße Haus hören will, hm? Dass es kein Atomwaffenprogramm gibt? Das darf niemand erfahren. Soll sie den Preis dafür zahlen? Valerie, du bist in der Zeitung. Da steht, du wärst eine CIA-Agentin. Die Ehefrau des Diplomaten Joseph Wilson ist eine CIA-Agentin. Hast du schon mal jemanden umgebracht? Ich darf darüber nicht sprechen. Ich leite eine sehr gefährliche Mission in Bagdad. Well, es ist vorbei. Alle kennen jetzt meinen Namen, meinen richtigen Namen. Ihre Frau ist eine Verräterin. Was fällt Ihnen ein, so über meine Frau zu sprechen? Sie kennen sie nicht. Wir wissen, wo sie wohnen. Man hat gedroht, meinen Mann umzubringen, meinen Kindern was anzutun. Wir müssen zurückschlagen. Wenn wir es nicht tun, machen die uns fertig. Sie provozieren dich, bis du den Punkt erreichst, an dem du zerbrichst. Aber mich können sie nicht brechen. Das schafft niemand.